Fotikästli-Blog, heute mit dem Rolf. Und der Rolf stellt sich jetzt gerade selber vor. Oh Gottes Willen. Ja. Name, Alter, Gewicht, sexuelle Vorlieben, Lieblingshobby. Also fangen wir gerade mit dem unwichtigsten an, Blümli-Sex. Dann 82,5 Kilo. 67, ich glaube es selber nicht, aber es ist ja so. Rolf Edelmann, Amateurfotograf, der einfach irgendwann einmal den Schritt geschafft hat in Reportagefotografie und dann Sonntagszeitung und dann Schweizer Illustriert. Und dann sind die Kinder gekommen und dann, jetzt bin ich eigentlich Familienvater und fotografiere noch ein bisschen nebenher. Aber immer noch mit der gleichen Leidenschaft und Begeisterung. Und wie man jetzt gerade gehört hat, der Oli hat jetzt meine neueste Errungenschaft, der DXT2, gerade auf Serie für, weil etwas anderes kenne ich eigentlich nicht. Wieso kennst du nichts anderes als Serie für? Ist einfach die Chance grösser, dass es ein gutes Bild dabei ist? Ich bin, oder findest du es einfach lässiger? So? Nein, es hat zu tun mit der Vergangenheit, wo ich eben haben müssen, mit meinen 32 ASA und dem Velvia Studioblitz einsetzen für meine Promi-Fotografie in der Schweiz Illustrierte. Da hat man 32 ASA gehabt und das hat immer Einsatz von Licht bedingt. Ja. Und dort konnte ich nur Einzelschuss machen und irgendwie musste 3 bis 8 Sekunden warten, bis ich wieder schiessen konnte. Und vielleicht hat mich das so abgelöscht, das Warten, bis alle Blitze wieder ready waren, und dass ich heute einfach schaurig gern schnell schiessen. Und High ISO findest du natürlich wegen dem auch super, ja. Und dazu kommt eben noch, dass die Chancen, ein offenes Auge zu verwischen und nicht manchmal eins halb offen und so und, oder beide zu und dann eben auch noch gerade und wenn es eine Gruppe ist von 6, irgendjemand hat immer die Augen zu. Und wenn ich dann eben Serie mache, habe ich sicher eine Chance für ein gutes Bild. Und nach dem Motto, das Bessere ist der Feind des Guten, okay. Nimmt man halt eins raus. Oder? Also das heisst, und auf das möchte ich eigentlich hingehen, du hast noch einer von denen, man sagt dem heute Oldschool-Fotografen, du hast ja noch richtig so auf Film und entwickeln und das, das kennst du alles noch. Ja. Kannst du an einem Jugendlichen einen Film zeigen, der schaut dich an und findet so, was ist das? Ah, das ist jetzt ein Film. Ja. Genau. Inwiefern würdest du heute sagen, tut dich die Zeit, die du mit dem Analogen noch verbracht hast, heute in der Fotografie beeinflussen? Hat dir das etwas gebracht? Schaffst du anders? Schaffst du konzentrierter? Oder, weil ich meine, das ist ja früher, sind also, ehrlich, Schweine teuer gewesen und heute hast du einfach eine neue Speicherkarte rein, oder? Gut, Film musste ich nie müssen zahlen. Das war ein Vorteil gewesen. Aber trotzdem, die 36, 38 Fotos, dann den Film wechseln, war natürlich schon immer eine Unterbrechung gewesen. Aber der Einfluss von der analogen Fotografie auf jetzt ist vielleicht, dass ich sorgfältiger bin manchmal, sogar in der digitalen Fotografie, wo es ja nicht so nötig wäre. Das ist sehr, ich bin vielleicht sorgfältiger wie einer, der nur digitale Fotografie kennt, weil ich bin mir es immer noch ein bisschen gewöhnt, präzise da und dort auf verschiedene Sachen zu schauen. Ja. Und heute ist man doch eher ein bisschen lockerer drauf. Das Zweite ist, ich bin mutiger als früher, weil du kannst so viel ausprobieren mit dem Digitalen. Du hast den Effekt gerade sichtbar. Damals hast du mit dem Blitzbelichtungsmesser rumlaufen und hast dann dort ein bisschen mehr gegeben und dort ein bisschen weniger. Und dann hat es gleich irgendeine Überraschung gegeben am Schluss. Nach dem Labor, oder? Genau. Und heute kannst du das gerade anschauen. Da kannst du irgendwelche Streiflichter machen, kannst irgendwie überbelichten und plötzlich merkst, wow, der Hintergrund zerfließt, er wird flockig und leicht und so und das Gesicht wird heller. Super, einfach, ich finde, also heute die Chance mit der digitalen Fotografie
ist riesig. Und es ist einfacher, es ist, kann kreativer sein wie früher. Ja. Weil früher ist schnell einmal die Kreativität dann taucht. Das ist schon mal zu Grund gegangen. Ja. Aber grundsätzlich, mein Ding ist immer, ich sage das auch bei den Workshops immer wieder, es tut jedem Fotograf gut, das ist meine Meinung, einmal im Jahr wieder eine analoge Kamera in die Hand zu nehmen und einen analogen Film durchzulassen. Ich habe das Gefühl, es tut jedem gut, um wieder einmal so ein bisschen den Grundwert von der Fotografie mit dieser ganzen Bearbeitungsgeschichte, mit dem Editieren, das wir ja haben im Digitalen. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Essenz, vor allem in der Porträtfotografie, im redaktionellen Bereich, dass die wie so ein bisschen nicht gestorben ist. Aber das ist nicht mehr, für mich ist es nicht das Gleiche. Also ich sehe bei mir auch den Unterschied auch, wenn ich ein Porträt auf für Mamiya 645 Mittelformat analog mache, dann hocke ich eine Stunde, zwei länger am Licht, weil ich mir einfach noch mehr überlege. Und nicht einfach mal abdrucken und schauen, ja, machen wir halt noch. Sondern das gezieltere Arbeiten, das ist eben etwas, was mich am Analogen fasziniert. Und wo ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen verloren gegangen im Digitalen. Man macht schneller und das ist auch alles gut und recht. Die Frage ist jetzt, darum finde ich es eben spannend, darum komme ich auch drauf. Du arbeitest mit einem digitalen Body und mit einem analogen Objektiv. 30-jährig vielleicht. Ich habe jetzt ganz schnell ein Foto gemacht vom Kamerakind sagen? Vom Kamerakind Markus. Das ist. Komm mal schnell ins Bild, Markus. Komm mal schnell mit Dosen. Das kann sein. Das müssen wir. Der Look, wo wir da ja überkommen, ist schon gewaltig. Ich finde die Kombination spannend. Und ich sehe, du schaffst da mit der Kiwi-Ring. Ja. Ich finde das noch. Ist das für dich heute noch ein Stilmittel, dass du sagst, ich gebe dir da mal dein Ungetüm, gefühlt die 20 Kilo in der Hand. Also ein Sixpack Bier ist leichter. Ist das etwas, was deine Fotografie heute noch ausmacht? Schaffst du gerne mit so Kombinationen, alte Objektive? Ja. Ist das so ein bisschen? Ich habe mehrere da auch. Ich habe noch ein 105er 1.18, also auch lichtstarke. Ein 135er 2.0 ist in der Pipeline. Und die habe ich noch ein 300er 2.8, also einen Trümmer. Und ich habe einfach gerne eigentlich lichtstarke Teles. Aber auch manchmal lichtstarke Weitwinkel, weil das gibt zum Beispiel ein 24er 1.4 von der Canon FD und es gibt 21er 1.8 mit Leica M-Anschluss, den du zum Beispiel kannst auf einer Sony brauchen oder auf so einer da. Klar hast du dann einen kleinen Crop, aber einfach lichtstarke Sachen habe ich gern und brauchst dann offen mit 2.0 oder was es auch immer ist, meistens offen. Und wenn du zum Beispiel auch mal eine Auftragsarbeit hast und musst eine Frau fotografieren, eine Angestellte von einer, sagen wir jetzt, einer Treuhandbude, und sie sind alle ein bisschen, vielleicht ein bisschen eher auf der vollen Seite, dann tust du sie da irgendwo im Büro rein, in der Nähe vom Licht, wo das Licht reinkommt, Fenster oder so, machst noch ein bisschen mehr auf. Und dann nachher streift und dann machst du eine ziemliche Überbelichtung, gibst noch einen feinen Pfupf rein mit irgendeinem feinen Blitzchen oder mit einem LED-Lämpchen auf der Kamera oder hinter dich oder eine Taschenlampe. Und dann hast du vielleicht Blende 1.4, 85 mm, hast offen, hast irgendwie ein 250stel oder ein 350stel und dann nachher streift das Licht an deinen Körper entlang und macht sie schlanker. Es knallt dann nicht mehr mit dem Flash. Ich muss auch nicht warten, selbst wenn es ein schneller Blitz wäre, sondern du hast Dauerlicht. Und das gibt auch eine Ruhe ins Ganze rein. Es gibt viele Leute, die es nicht gerne haben, wenn es immer wieder knallt. Und früher sind amigs Kinder sowieso, aber Babys zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern an die Millennium-Babys, dort habe ich irgendwann einmal mit ja, vielleicht 200 Wattsekunden in einem Silberschirm und so. Und danach habe ich gedacht, und dann hast du das Baby gesehen. Und so. Und
Von dem her, der Trend geht. Zu hohen ISO und ohne Flash, oder? Höhe ISO, ohne Flash und aber auch immer mehr Thema LED und Dauerlicht in der Fotografie. Ist selber auch ein spannender Ansatz, den ich mir jetzt auch noch genauer noch wieder anschauen. Was mich noch wundern würde, möchtest du dich noch erinnern? Ich meine, das ist 67. Möchtest du noch erinnern an dein allererste Foto und was das für eine Kamera war? Ja. Ja? Mhm. Auf den bin ich jetzt gespannt. Also ob das erste Foto ist nicht. Sagen wir so, die allererste habe ich mit einer Kodak Brownie gemacht. Das ist so eine Bruns. Hast du die können essen nach dem Foto, oder? Nein, aber sie hat die Farbe gehabt. Es ist so, es ist eine bekannte Kamera, die es auch mit einem grossen Blitzreflektor gegeben hat für Blitzbirli. Und ich hatte leider die Version gehabt, ohne den Flash. Und du hast können mehrfach Belichtungen machen, weil das ist einfach, du hast es so gemacht und hat es eine Belichtungszeit gegeben. Und der Film war ein 127er Film, ein Rollfilm, ein bisschen kleiner als der 120er. Ich glaube 4x4,5x6 oder 4x4. Weiß nicht. Ja, irgend so etwas ungefähr. Und es hat einfach nur schönes Wetter gegeben dann. Okay. Auch das hat einen frustriert, oder, gegen die heutigen Kisten. Einfach nur schönes Wetter, hast können irgendwie Brüder auf dem Minigolfplatz, alles ist sehr weit weg gewesen und so. Und dann hast du einmal müssen drucken und Disziplin haben, dass du nachher dann wieder weitergedreht hast. Sonst hast du Doppelbelichtung. Ja. Nein, du kannst immer transportieren und immer abdrucken. Okay. Aber du hast hinten ein Fenster gehabt und dann sind die Zahlen vorbeigerauscht. Ja. Und dann sind grosse Pünktchen, kleiner, und dann ist die Nummer 3 gekommen. Und dann hast du gewusst, jetzt muss ich hören. Und dann hast du die Foto gemacht und dann hast du wieder gedrillt fürs 4. Und ja, die Fotos habe ich heute noch. Jetzt, eigentlich möchte ich noch auf den Gegensatz eingehen. Und zwar, jetzt schaffst du mit einer Fuji X-T2, was mir natürlich Spass macht, dass du ein Fuji-User bist. Ich hätte dich aber auch eingeladen, wenn du jetzt mit einer Leica gekommen wärst. Der Gegensatz ist ja jetzt schon krass. Der Body ist so irgendwie 800 Gramm und die Linse, wie gesagt, etwa 20 ja. Kilo. Da frage ich mich jetzt ein bisschen nach dem Sinn dahinter. Hast du einfach sonst zu wenig sportliche Betätigung und findest das noch einen lässigen Ausgleich? Ja. Nein, es ist so, ich habe einfach Spass an der Fototechnik, muss ich auch sagen. Ich bin immer einer, der ein bisschen mit dem Neuesten geht. Oder am besten einfach, wo die Technik ausgereizt wird. Das sechste Taschenlampe, wo irgendwie 4'000 oder 8'000 oder 9'000 Lumen hat. So eine habe ich mir letztens gekauft. Oder sechste Kamera, wo ein 200er, wo mit 2.0 das lichtstärkste ist. Gut, es gibt noch ein 1.8er irgendwo bei Canon. Und dann möchte ich in der ISO möchte ich möglichst hoch gehen und wenn ich es mir leisten kann, werde ich mir wahrscheinlich auch die Mittelformat Fuji kaufen, weil Fuji Objektive sind sowas von gut und wenn sie das noch in ein grösseres Format knallen, dann eine gute Nacht um 6 Uhr. Dann können sich alle anderen, so viel Kleider gibt es gar nicht, um sich warm anziehen. Und es ist so, dass ich eben aus diesem Grund die seltenen Sachen eigentlich lieben. Eben die Spitze von Lichtstärke, die Spitze von Schnelligkeit. Ein Nissan GT-R wäre auch nicht schlecht, oder? Aber es ist heutzutage nicht mehr so lustig. Und das ist einfach eines der stärksten 200er, die es gibt. Bei der 135er ist es 1 zu 1,8 oder 1 zu 2,0. Bei der 85er ist es 1 zu 1,2. Das habe ich irgendwie einfach gern. Liebe Leute, der Rolf, hier bei mir, super spannend gewesen, mit dir über die analoge Zeit, über die Vermischung von analog und digital zu reden und auch jetzt zu leuchten in deinen Augen noch zu sehen, wenn es um das Thema geht, wie begeistert du bist. Und wir machen es doch so. Wenn das Mittelformat um ist von der Fuji, dann schauen wir die zusammen an. Machen wir so ein super Review. In dieser Stelle, weitere Talks kommen auf diesem Kanal. Mit so coolen Leuten wie am Rolf. Es kommen noch ganz andere Leute auch vorbei. Wer das erfahren, der auf fotikästchen.ch.
Rolf, nochmal besten Dank, dass du da gewesen bist. Und ade merci.